Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator Part 4 oder 5, weiß ich nicht mehr, muss ich da mal gucken. Wir haben immer noch eine Aufgabe, transportiere mindestens 80-100 Passagiere, also Leute, Fremde. 80-100, ja, warten jetzt. Nee, 180. Also wir haben einmal den lieben Michael im Discord. Ja, Bubu macht Michael. Mhm. Oh, Michael wird müde, oh, wie süß. Eieiei. Oh Gott, der Kleine. Aber um mit dir zu kuscheln, oder wie? Nee. Würdest du doch gerne. Jein? Ich liebe die Sonne. Ist klar. So, die nächste Bestellung kann bitte vorfahren. Willst du denn dann spielen? Transportpfeffer oder was? Ja. Wir beide. Nee, war an dich gerichtet. Ja, und du? Pfeffer eine Runde. So, Freunde. Machen Sie heute schon wieder Überstunden oder was? Freunde, wir müssen aufpassen, dass wir heute nicht hier geblitzt werden. Also, Schatzi, schick mir ein Foto. Ist doch schon öfter vorgekommen. Aber wir machen 24 und der Kleine hält es halt wirklich durch. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Und wir machen 24 so nach dem Motto. Ja. So, ist was ist? Live oder halb elf? Oh, jetzt habe ich auch. Ach, jetzt bin ich auch noch falsch lang gefahren. Weil ich auf dem Stream geguckt habe. Wenn möglich, bitte wenden. Die Route wird neu berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Bald meine Störung. Ich müsste jetzt wenden. Nur ich fahr geradeaus. Route wird neu berechnet. Na endlich, Navi. Wenn wenn möglich, bitte links die Büsche runterfahren. Michael? Machen Sie eine Kehrtwende. Was hattest du über mich... Michael, was hattest du gesagt, wo ich gesagt... wo ich gerade hier, wo was geredet hatte? Und du hast doch irgendwas sagen mit 24. Ah ja, wenn ich... Können Sie noch mal die Tür aufmachen? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Was? Dann schmeiße ich schon mal eine Runde Pfeffer an. Danke, bitte. Junge, ein Fahrgast wollte schon raus. Wo ich nicht mal nach 2 Minuten gefahren bin. Ja, weil du scheiße fährst. Nö, ich fahr schön. Besser als Alex. Ich doch gar nicht. Doch. Weißt du auch gar nicht außerdem. Kannst du gar nicht beurteilen. Dann mache ich eine Fahrprüfung mit ihm, dann sehen wir es ja. Ob er besser fährt als ich. Macht gleich mal anders mit dir eine Fahrprüfung. Nein. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Nehme ich den Kleinen mal auf den Arm. Ja. Oh, dann seine Fahrprüfung. Oh, nehme ich den Kleinen auf den Arm und tue ich dann seine Patschefischen touchen. Aber Freunde, ich werde bald auf der Gamescom gehen, wenn ich 16 bin. Und das dauert noch Ewigkeiten. Noch 2 Jahre. Ach, was macht der Flo schon wieder? Schlagerparty. Aber auf der Gamescom halten Micha und ich keine Händchen, das könnt ihr vergessen. Nein. Sag, kannst ruhig doch sagen, ich mach nicht. Oh. Nein. Komm mal, bitte. Ich halte mich auch dran. Ups, ich habe zu viel bestellt. Ja. Na, ups. 500 Einheiten zu viel. Kann ich gar nicht auch bestellen. Habe ich nicht im Lager. Am Platz. Haben die Volta von hinten. Ja, dann mach mal ein bisschen Platz. Ja, kann ich nicht. Ich muss die stornieren, die Bestellung. Ich muss erstmal bestellen. Das sind relativ viele, die Lampe hier, die Zeitung. Ja, ich schmeiß mal Zeitung weg. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Wiedersehen. Bis dann. Wiedersehen. Das Wetter ist ganz wundervoll. Geh schon ins Bett. Wer? Du. Nö. Hab nur gehustet und ich hab für den einen Fahrgast gemeint, Sis.
Und dann macht er gleich einen Ratzepeter. Und das wäre lustig, wenn ich in der Aufnahme wäre und einschlafe. Ja. Mission gescheitert dann. Ist sie nicht schon bei ihm? Ja. Ey, 12 Wochen Windeln. Für den Plänen. Freue sich ja drüber. Ja. Tschüss. Wenn niemand Wasser marsch macht. Wenn niemand Wasser marsch macht von euch zwei, da muss ich dann 13 Wochen machen. Nee, sogar 14. Mache ich 2 Wochen dazu. Oh Mann. Aber es macht ja keiner Wasser marsch. Also Ausrufezeichen Wasser. An der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ängste. Ja. Ist sich ändern? Nein. Doch. Oh. Na klar. Aber zu Michael mach ich nicht. Oh. Alex hat doch... Ja, na warte. Doch gesagt. Und ich hab Oh für Alex. Sorry, jetzt ach, machen wir... Bestellung. Jetzt machen wir zwei Michael. Nein. Bei dir sage ich nicht, oh. Ist ausgegangen leider, sorry. Hab ich verkauft. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Nein. Oh. Oh. Oh, hätte ich nicht gemacht, zu meinem lieben Michi. Wasserdruck schon wieder leer. Schon wieder. Nein. Kommt für eine Runde Pfeffern gleich. Mhm. Ich lade gerade schon rein, weil das so lange dauert mit den ganzen Mods. Doch kein Wunder. Ich habe hier 578 Mods. Hat gerade jemand geschissen drüben? Reingeschissen. Map, map. Du bist denn jetzt schon wieder da. Sehr pünktlich, danke. Schon wieder nur am Saufen, die Leute. Am Quarzen. Quarzen, Saufen. Ist bald Sonntag. Ich dachte das andere nicht. Ja, ich hab's mir gedacht, was es war. Bitte alle aussteigen. Geh mir aus dem Weg. Geringste Schweine. Ein Rad hat den Radstein berührt. Oh, könnt der Kleine nicht fahren? Ist er doch mal zur Fahrschule? Ich glaube, der Kleine muss nochmal zur Fahrschule gründlich. Hallo, was kann ich dafür, wenn einen hier so ein Bus vor meiner Nase steht? Direkt da, wo ich umdrehen muss. Wieder wegfährt. Vorausschauen fahren, hätte man das auch. Ach so? Mach mal da um sie auch übrigens. Nee, der Kleine aber nicht. Wenn möglich, bitte wenden. Jetzt wenden. Hey, jetzt bitte wenden. Fahren Sie jetzt 25 Kilometer geradeaus. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... ja, echt schön, dich zu sehen. Wenn möglich, die Kippe bis zum... Ja. Tschüss! Schon wieder einen weg. Och, ich seh Müll. Hä? Wie vollgeklatscht ist denn dein Laden, bitteschön? Oh. Hey, wie? Da so viele Regale rumstehen zu haben. Ist aber so Regel, ist aber echt so gut. Freunde, wir haben jetzt was freigeschaltet wieder. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Posten Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Du bist nicht der, der den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo.
Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. So, Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Lasst Like und ein wunderschönes Abo da. Kommt gerne auf mein Discord, wenn ihr Fragen habt. Was ist noch alles leer? Wir spielen dann Gasstation Simulator oder wie das mal heißt. Gas Station, meine Fresse. Brauchst du eine Einladung? Hihihi. Nee. Naja, Freunde. Also ich sag jetzt, wir beenden dieses Video. Lasst ein Like und ein Abo da und tschüss. Tschüss.